Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield 3. Ja, ich weiß, das Spiel ist schon ein bisschen älter, schon 2011 mittlerweile. Ja, das gerade unliest, ich hätte es jetzt aus dem FF gerade wahrscheinlich nicht direkt gewusst, aber ja, so 2010, 2011 die Ecke wusste ich. Ich habe mein Spiel vor kurzem einfach mal geholt, wollte jetzt mal die Kampagne spielen. Hab mir gedacht, warum nicht direkt aufnehmen? Wenn mir die Aufnahme nicht gefallen, kann ich es immer auf weg tun. So, dann wollen wir doch mal ganz kurz Optionen durchschauen. Ich glaube nicht, dass ich die Grafik ein wenig runterstellen muss, eventuell. Nein, ich habe die schon ein bisschen runtergestellt, also ist das in Ordnung. So, ich würde sagen, dann spielen wir einfach mal die Einzelspielerkante an, ja. Einfach ungewohnt, so wäre einfach, nein, normal. Ja, schwer traue ich mich nie dran, ich weiß gar nicht warum. Eigentlich könnte ich mittlerweile ein bisschen schwer versuchen können, aber ich kenne Battlefield wieder nicht. Ich habe noch nie ein Battlefield-Spiel gespielt, deswegen ist das jetzt sonst ein bisschen kacke, wenn ich jetzt direkt schwer nehme. Und ich will auch nicht so oft fehlen. Mein Quasis bin ich schon manchmal an manchen Stellen relativ oft gefehlt, aber das Intro fand ich das auch nicht ganz okay, aber dafür, dass ich nicht so der Quasis-Pro bin. Aber Call of Duty wird mir das nicht so oft passieren. Jetzt zeige ich das Spiel auf Veteran fast ohne Verkacken durch. Aber bis jetzt gefällt es mir schon sehr gut. Ich habe den Multiplayer schon ein bisschen gespielt. Macht schon was her. Das sieht schon mal sehr schick aus. Da ist der schwedische Entwickler, der zurzeit noch an Battlefield 4 hängt. Battlefield 3, yeah, badaboom. Das ist, denke ich mal, unser Spielfilm. Bei Anschluss tot. Sehr langweilig. Ah, die Waffe hat er da gelassen, das ist gut. Alte E zum Rauskette. Ui. Das ist aber. Ui. Scheiße, was ist jetzt los? Boah, es ist voll unwerfbar wie ein Jump One hier, wo ich die ganze Zeit Enter drücken muss. Geh ich aber vorwärts. Oh Mann. Fängt ja schon mal richtig geil an hier. Ja, das ist ein bisschen mehr wie Call of Duty. Genau, das kommt Call of Duty schon deutlich mehr. Ey, wie macht mein Nahkampf hier? Oh, sorry Leute, der Ton, das war mein Handy. Hab ich gerade vergessen, lautlos zu stellen. Hä, wie macht mein Handy? Nahkampf. Muss man eben kurz checken. Nein, kann ich vielleicht auch noch gar nicht. Seht ihr allein, Mann? Hä? Was ist jetzt los? Das habe ich genau in dem Moment, wo das Herr hier gesagt wurde. Mission Operation Sword Breaker. Aha.
Swordbreaker. Yeah. Rüst dich mit Waffen aus, wenn du in der Nähe gehst und Nachladen gedrückt hältst. Weiß ich jetzt auch. Nahkampf wäre es ja nur interessant zu wissen. Lädt. Was ich im Battlefield ja immer am Anfang recht verwunderlich fand, diesen Battle-Lock im Internet. Ich denke, what the fuck, was ist jetzt los? Öffnet sich Internet, wenn ich auf Battlefield spielen klicke und kein Spiel? Naja, und dann habe ich das erstmal vom Kumpel erfahren, mit dem ich am Anfang gezockt habe. Also, unser Matty. Naja. Aber ich habe jetzt gerade, ich zocke erstmal die Kampagne, bevor ich weiter Multiplayer spiele. 8 Stunden, ach, das ist Time. Ja. Timecode. Von der CIA. Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Schön. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir warten wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ach, jetzt werden wir bestimmt wieder reinversetzt. Nach hinten, oder nicht? Könnte zumindest sein. Aber ich würde sagen, unsere Hauptfigur steckt in der Gegenwart. Ja. Kurz sagen, dann ziemlich in der Scheiße. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him the gods. Oh, gute Stimmung im Bus. Es wird 1-3, kämpfen für Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Flugscheiße. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Ja, immer. Wollen wir mal los. Okay, los geht's. Vorwärts. Ich schätze, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Grafik ist ja richtig geil, ey. Ja, ich habe ein paar Sachen auf Ultra gestellt, aber ich habe konstante 50 Frames, damit kommen wir gut hin. Auch wenn das hier jetzt so aussieht, als hätte ich gar keine 50 Frames, aber... So, das war, weil das ein bisschen gebuggt hat hier. Er hat erstmal einen Kaffeepott in der Hand. Ja, sicher. Erstmal schön frühstücken, ne? Das ist immer die Einsatzleitung, typisch. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Werden wir wunderbar in die... Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Ja, warum hängt's jetzt gerade?
Los! Da rein, ja. Gerade gehangen, hat gerade gespeichert. Ah, jetzt kann ich auch rennen endlich. Und Gott, ich kann nicht töten. Nein, ich will auch keine Hundis töten. Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Allein zusammen. So. Achtet auf die Ecken. Ah. Leute, wenn ich an der Audio noch was ändern soll, müsst ihr mir das sagen, weil, Jemand soll dem Räumkommando sagen, das soll die Munitionslager weiter wegpusten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße. Viel freies Feld. Wartet. Da kommt was. Zurück. Wartet, dass er vorbei ist. Oh mein Gott. Er ist weg. Zu zweit rüber. Black. Du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen. Auch immer hinterher, los. Alter, Matkovic. Ja, mach auf. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das. Kam das denn her? Scharfschütze! Wer braucht Granate? Und da lebt er! Schafft ihn rein! Los! Los! Dann los! Ja, los, rein da, rein da, rein da! Auf der linken Seite! Und bleiben! Fängt ja schon toll an hier, ey! Feuert weiter! Boah! Wow, 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 jetzt geht's auch hier richtig gut gerade, ey. Gerade macht gar nichts hier. Oh, fuck, bin getroffen! Geh jetzt mal ein Stück vor. Achtung, sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Bleib von den Panzern! Ach, da war 12 Uhr. Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Sieh ne Beine vorne! Wow, wow, wow! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Rechts! Kontakt links! Wollen wir den Power auf Gamma da wegkloppen hier? Muss man decken, ey. Schon wieder verwundet. Och, ey. Erster down. Geil. Guck mal, ob wir den Headshot verpassen können von hier aus. Aber ich kann den gar nicht sehen. Das ist das Problem. Zack, zweiter auch down. Zack. Der Sniper ist noch da. Skillerabschuss. Feuer einstellen. Schnell da rein. Los, los. Mal schnell rüber. Boah, Alter. Richtig geil. Macht richtig Spaß schon. Wir übernehmen. Hey, Kumpel. Wo ist die Munitionskiste hin? Kannst du das spüren? Na, ich lade mal das nach. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Aber Leute, an der Stelle würde ich schon mal die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal mit Battlefield 3. Tschüss.